Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Wir wollen natürlich noch ein weiteres Häuschen von der Sesamstraße bauen, um das Ganze jetzt hier zu ergänzen. Und dann würde ich sagen, schnappen wir gleich die Blöcke und fangen mal an. Für den Start holen wir uns ganz einfach mal ein bisschen grünen Beton raus. Dunkle Prismarinblöcke, Stufen und Treppen begleiten uns. Ein paar Ziegelblöcke, Niederziegelstufen und davon auch nochmal den Block. Dann ein bisschen Wolle, weiße Wolle und grüne Wolle ist gefragt. Dann geht's gleich mal los mit dem Grundriss. Nehmt einfach euren grünen Beton zur Hand und dann fangen wir auf der Vorderseite an, dass wir uns einen Block hinsetzen, zwei frei lassen, einen hin, zwei frei, einen hin. Jetzt aber drei Platz lassen und wieder einen hin. Sobald wir das haben, gehen wir jetzt an beiden Seiten noch einmal zurück und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 10 Blöcke. So, andere Seite setzen wir auch nochmal 9 Blöcke ran. Verbinden die Rückseite und kommen dann nochmal zur Vorderseite. Da nehmen wir jetzt einfach mal unseren dunklen Prismarinblock und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke rauf. Das können wir hier vorne viermal machen, halt immer hier einmal auf unseren grünen Beton. Sobald wir das geschafft haben, gehen wir jetzt einfach mal zur Seite, lassen zwei Blöcke Platz, einen hin, zwei frei, einen hin und wieder zwei frei, einen hin. So, das sieht sie auf der Rückseite fast genauso, nur dass wir auf der Rückseite in der Mitte drei Blöcke einfach Platz lassen und der Rest, seht ihr, geht perfekt auf, wenn wir mal zwei Blöcke Platz lassen. Dann wollen wir natürlich noch unsere Prismarinblöcke einmal nach oben ziehen. Wir bauen dann auch gleich auf den Seiten erstmal weiter. Die Vorderseite lassen wir in Ruhe. Und zwar setzen wir als erstes hier unten eine weitere Prismarinblockreihe lang. Sobald wir die Reihe hier unten einmal langgezogen haben, wollen wir noch einmal, nicht jetzt bei der letzten Reihe, sondern bei der vorletzten Reihe, noch eine weitere Reihe langziehen. Dabei lassen wir auch wieder die Vorderseite in Ruhe, aber alle anderen Seiten, die können wir hier so mitziehen. Wir machen jetzt uns auf der Vorderseite natürlich auch noch ran. Wir nehmen wieder unsere Prismarinstufen. Wir gucken jetzt einfach mal hier von der Reihe, die wir gerade langgezogen haben. Können wir hier oben die ersten beiden Träger auch noch hier mit Stufen mal langziehen. Dann lasst ihr um die, würde ich mal sagen, einen Block Platz. So, das heißt zwei halbe Blöcke. Lassen wir Platz und ziehen nochmal die Stufen hin. Und jetzt hier bei der nächsten Reihe setzen wir einfach hier oben dann an den Block ran und nochmal drei weitere Stufen. Dann nehmen wir gleich wieder deinen grünen Beton und dann ziehen wir jetzt hier einmal drüber die nächste Reihe. Also wir füllen jetzt hier immer zu die Lücken aus. Aber nicht nur hier die oben, nein, auch hier an den Seiten. Diese ganz großen Lücken wollen wir einmal mit unserem Beton hier einmal zufüllen. Sobald wir wieder auf der Vorderseite ankommen, wollen wir einmal, wir haben ja, sage ich mal, hier jeweils immer Löcher mit Zweierbreite und eins hier mit Dreierbreite. Bei der Dreierbreite setzen wir dahinter nochmal zweimal unseren grünen Beton. Davor können wir dann hier einmal unsere Prismarinstufen setzen und darüber auch nochmal, dass wir dann hier so eine Einbuchtung haben. Weiterhin platzieren wir dann noch eine weitere Stufenreihe hier auf der ersten Reihe hier oben einmal. Hiernach wechseln wir dann einmal zu unseren Ziegelblöcken und setzen jetzt hier einmal auf den restlichen Blöcken einmal rauf. Aber nicht nur eine Schicht, sondern gleich zwei Schichten und vorne wollen wir es natürlich auch nochmal zuziehen. Darauf setzen wir jetzt wieder dann einfach eine grüne Betonreihe und wiederholen dann gleich hiernach nochmal, dass wir hier drauf einfach zwei weitere Ziegelblockreihen raufsetzen. Wir wollen dann auch gleich weitermachen, indem wir hier jetzt das Dach einmal raufsetzen. Schnappt euch mal eure Niederziegelblöcke. Hier setzen wir die erste Reihe einfach mal an der Seite rauf, lasst an der Seite zwei Blöcke Platz, sodass wir hier oben drauf eine Fünferreihe erhalten. Dieses Spiel machen wir natürlich auch gleich nochmal auf der anderen Seite und können dann gleich hier einmal zu unseren Stufen wechseln und wollen das jetzt hier einmal so ein bisschen formen, wie so eine, ja, abgeschwächte Pyramide so ein bisschen. An der Seite lassen wir es dann auch am besten gleich einmal überstehen. Dann sieht das hier so aus, dass wir hier oben auf der Fünferreihe nicht komplett spitz gehen, sondern wir lassen das hier einfach ein bisschen abgeflacht und lassen nur in der Mitte halt noch eine weitere Stufenreihe uns raufsetzen. Ihr könnt dann auch gleich das Dach einmal zuziehen, dass es erstmal schön geschlossen ist. Ihr nehmt dann nochmal eure Stufen zur Hand und lasst an der Seite einfach mal einen Block Platz und erhöht jetzt hier einfach die Stufe auf einen Block. Wenn wir das soweit haben, kommen wir jetzt nochmal dazu, uns noch weitere Fenster einzubauen. Und zwar auf der Vorderseite. Wir lassen einfach zwei Blöcke Platz und schlagen hier ein 2x3 Fenster einfach mal rein. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Hier können wir jetzt einmal unsere Prismarinstufen und Treppen natürlich dann oben platzieren. So, andere Seite auch. Treppen oben und Stufen unten. Und unter den Stufen tauschen wir nochmal einfach die Ziegelblöcke aus durch unsere Betonblöcke. Sobald wir die Fenster auf der Vorderseite haben, machen wir das gleiche Spiel auch nochmal auf der Rückseite, sodass wir auch hier wieder an der Seite einfach zwei Blöcke Platz lassen und dann einfach unsere zwei Fenster hier einmal reinsetzen. Auf der Rückseite würde ich jetzt einfach mal verzichten, dass wir jetzt hier runter nochmal zweimal grünen Beton setzen. Das würde nur auf der Vorderseite Sinn machen, weil wir ja da, hier die eine Stufenreihe haben, ne? Dass sich das so ein bisschen absetzt. Auf der Rückseite haben wir das nicht, von daher verzichten wir auch drauf, dann noch eine andere Blocker drunter zu setzen. Zu guter Letzt bleiben noch zwei Blöcke übrig, und zwar unsere Wolle. Die wollen wir noch einmal hier auf der Vorderseite langziehen. Können wir, wie immer, sage ich mal, hier ganz einfach in einen Wechsel mal langsetzen, dass es halt so ein kleines Vordach einfach mal hier vorne bildet. Wir kommen jetzt zum Endspiel. Jetzt holen wir uns einfach noch Schwarzeichen-Zaunteufel mal raus. Ich empfehle euch einfach die schwarzen Knöpfe, Glasfarbe einfach mal, ja, das weiße Glas, ganz gut. Dann holen wir uns noch einen Blumentopf raus, poliert ihr an die Stufen und brauner Zement. Zuerst legen wir auch los mit unserem Zauntor. Das platzieren wir einfach nur als Halterung für unser kleines Vordach hier. Dann wollen wir auch hier auf der Vorderseite gleich mal noch zwei Türen einsetzen. Nehmt da einfach euren Zement, platziert ihn einfach natürlich hier einmal schön rein in die Tür.
Wenn ihr das dann soweit habt, könnt ihr jetzt hier natürlich noch einen Türknopf einmal anbringen und dann setzen wir noch einfach als Fußvertreter hier unseren Nisit-Stufen vorne hin. Wenn wir das haben, nehmen wir einmal unseren Blumentopf und können oben auf dem Dach auf unseren zwei Blöcken, die wir hier in der Mitte haben, unsere Schornsteine platzieren, ja, dass es so ein bisschen besser erkennbar ist. Dann bleibt wieder eins übrig und zwar unser Glas. Das wollen wir natürlich jetzt einmal hinter unseren Fenstern überall einmal ran platzieren. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr jetzt hier oben bei diesen kleinen Fenstern Blöcke reinsetzen wollt oder, weil es sich ja eigentlich auch gibt, hier einfach Glasscheiben reinsetzt. Aber das ist eine Spielerei für sich, das kann jeder für sich entscheiden. Aber somit wären wir dann auch fertig mit dem nächsten Häuschen von der Sesamstraße, so das Nachbarhäuschen zum anderen, was wir ja schon gebaut haben. Jetzt kann man natürlich noch ein paar kleine Feinheiten machen, wie immer natürlich die Fenster verkleiden, dass man nicht reingucken kann. Und natürlich, falls ihr jetzt so wie ich jetzt hier am Ende eurer Straße angekommen seid, müssen wir natürlich jetzt irgendwie schaffen, dass wir das nicht so glatt dastehen lassen. Und weil es ja, sag ich mal, die Sesamstraße ist, habe ich ja einen netten Vogel uns mal ein bisschen platziert. Na, kennt ihr ihn? Richtig, es ist Bibo. Und Bibo ist so erschreckt, dass wir ihn entdeckt haben, dass er hier auch gleich ein Ei gelegt hat. Na sowas. Also Bibo. Auf der Rückseite kann man natürlich auch noch ein bisschen Deko machen. Zum Beispiel hier, ihr kennt es, ne, so ein kleines Regenrohr, was hier so runtergeht. Und auf der Rückseite noch ein paar bunte Mülltonnen, damit einfach die Fassade, sag ich mal, nicht so komplett glatt ist. Ne, dass wir da irgendwas haben, wo das Auge auch ein bisschen hängen bleibt. Auch wenn es Mülltonnen sind. Aber da gucken wir halt hin. Falls ihr natürlich euch kein Bibo an die Seite ranbauen wollt, könnt ihr natürlich auch gleich das nächste Gebäude ransetzen. Das ist halt einfach so ein schönes Reihenhaus, wo man einfach hier zack das nächste sich hier ransetzen kann, um seine schöne Straßenreihe halt weiter fortzusetzen. Aber ich glaube, unsere Straßenreihe wird jetzt auf die andere Seite verlegt, weil hier wollen wir natürlich auch noch eine schöne Gasse machen. Da gucken wir mal, was wir uns danach zu bauen. Aber ansonsten sind wir hier fertig. Die Sesamstraße steht, so wie wir sie kennen. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.